Miep, miep, da bin ich wieder. Wir waren dabei, uns die ganzen komischen Waffen anzugucken. So, Soldat modifizieren, dann haben wir hier den Angreifer. Ich glaube, der hat Sturmgewehre in voller Länge. So, wir haben Daniel Defense M4V1, weil M4A1 markenrechtlich geschützt ist und Daniel Defense keinen Ärger mit Colt haben wollte. Ist übrigens keine echte M4. Ich glaube, damit konnte man was Witziges machen. Ich muss mal kurz gucken. Laufkonfiguration. Genau, man hat hier so eine Railschiene, die hier weitergeht. Und damit man halt das Frontpost nicht austauschen muss, also den Gasentnahmeblock, der ja gleichzeitig Kornträger ist, hat man hier einfach mal so eine Lücke dieser Rail gelassen. Das sieht total witzig aus. Ich glaube, es gibt diese Rail auch. Ich glaube, man kann irgendwie das Korn wegmachen. Ah, wo war das denn? Unter Optik? Nee. Ich glaube, man kann irgendwie hier den Kornträger wegmachen. Da ist hier einfach so ein Loch in der Rail. Das sieht total witzig aus. Ich weiß nicht mehr, wo man das machen konnte. Egal. Erstmal wieder normale Reihenfolge. Erstmal wieder alle Waffen durchgehen. Die Amerikaner bekommen eine Colt Defense... jetzt sage ich schon selber, Colt Defense. Eine Daniel Defense M4V1. Die Kanadier bekommen ein was einfach nur EBR heißt, was eine M14 ist, die unglaublich schrecklich war im Spiel, weil sie einen mega Rückstoß hat. Das kann ich nicht wählen, Eine AG3, Heckler und Koch AG3. AG3 ist eigentlich der Granatwerfer, oder? Ach ja, meine Heckler und Koch 416 Death Crew. Dann haben wir bei den Russen eine HKG-3. Muss man wissen. Natürlich völliger Unsinn. Bei den Polen eine HK-416. Bei den USA noch eine HK-416. Bei den Deutschen eine G3KA-4. Und damit ein weiteres Problem bei dem Spiel. Denn das Spiel, wenn man das Spiel startet, darf man sich eine Nation aussuchen. Und jede Nation hat halt eine Waffe dabei. Und die meisten Deutschen haben sich natürlich direkt den Deutschen genommen. Dadurch startet man, hat man als erste Waffe einen Heckler & Koch G3KA4. Und damit ein Monster, was erstens mit dem viel zu übertriebenen ARCOG ausgestattet ist und zweitens mega viel Rückstoß hat. Das heißt, je nachdem, welche Startklasse man genommen hat, hat man eine richtig Kackwaffe bekommen. Und unter anderem die Deutschen hatten fast die schrecklichste Waffe. Ich glaube, wenn man Koreaner genommen hat, hatte man direkt einen MG und das war noch ein bisschen schräger. Den Defense, ich glaube, wir nehmen erstmal hier, das ist wahrscheinlich das, was euch interessiert. Die G3K4, welche sogar relativ gut ist, wenn man sie dann erstmal richtig ausrüstet. Okay, Iron Sights darf man nicht haben. Rotpunktvisier auch nicht. Man muss hier entweder... Ja, man muss hier dieses... Trigicon ACOG TA-1111H 308 RMR nehmen. Laufkonfiguration. Hat man auch nichts. Ich glaube, die Waffe ist schwer zu spielen und deswegen auch schwer freizustellen. Man kann hier übrigens den komischen Holzschaft bekommen, wenn man halt die Russen freischaltet. Also diesen uralten Holzschaft mit diesen Vantholes, also mit diesen Löchern. Normalerweise hat man halt diesen Schaft hier mit dem Zweibein, welches man nicht benutzen kann. Mündung. Habe ich, glaube ich, auch nichts freigeschaltet. Hat man dieses komische Ding, Mündungsbremse. Das sieht aus wie so ein Mini-Schalldämpfer. Das ist total komisch. Schaftgruppe hat man hier genau den Schiebeschaft, wodurch es wirklich eine KA4 wäre. Den Festschaft. Den modernen Schaft, der irgendeine Tabelle drauf hat. Den alten Holzschaft. Meistens hat man allerdings diesen komischen Scharfschützenschaft, der einem zwar extra Reichweite bringt, aber keine Beweglichkeit, weswegen das Ding mega lahm ist. Übrigens, die Nummer nach KA4, also die Nummer nach, also G3 ist das G3. K ist die kurze Version, die wir hier nicht haben. Wir haben hier die lange Version. A bedeutet Version und 4 bedeutet die mit Schiebeschaft. Allerdings haben wir ja hier nicht die mit Schiebeschaft, sondern die mit diesem Schaft. Dadurch würde sich diese 4 ändern. Ich weiß allerdings nicht auswendig in was. Hier können wir Magazin nehmen, können wir ein bisschen Tesafilm drum machen. Ein Magazin, was nicht auf das aktuelle Tarnmuster reagiert. Was erst dann freigeschaltet wird, wenn wir G3 EBR Spetsnaz Experte sind. Das heißt, wir müssen dann den Spetsnaz nehmen. Der hat nämlich das G3 EBR. Das, was wir haben, ist das, ja, man muss die Waffen einzeln freischalten. Und wahrscheinlich hat der irgendwie Terpentin dabei, damit er die Farbe von dem Magazin abkriegt. Denn wir werden jetzt gezwungen, das Magazin mit Tarnmuster zu nehmen. Tarnmuster nehmen wir am besten entweder gar keins. Oder, ne, Flecktarn haben wir ja schon irgendwo. Nehmen wir halt dieses... Nee, das habe ich nämlich freigeschaltet. Tack, 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 tack. Na, das sieht scheiße aus. Das sieht ganz gut aus. Das sieht jetzt nämlich so aus wie so ein bisschen abgeranzte, mit einem trockenen Pinsel aufgetragene Schlemmkreide. So, weiter zu meinem Soldat.
Angreifer hätten wir. Dann haben wir den Scharfschützen, der auf den meisten Karten, ich glaube, mega unnötig war. Wir bekommen eine Macmillan CS4 OGA, unter anderem bekannt aus Battlefield. Eine Tech 50 und damit eine 50 Kaliber, die bei jedem Schuss tötet. Die relativ schwierig freizuschalten ist, weil es die, glaube ich, so ansonsten fast nirgends anders gibt. Und die unglaublich unfair war. Dann eine Macmillan T300. Das ist so eine aufgerüstete Remington M700, aber Remington hatten die Lizenz nicht. Dann haben wir wieder diese Macmillan CS5. Ich glaube, die war mega unsinnig. T300. Ach, beim Grom gibt es die T50. Alles Mehrlader-Repetiergewehre bis jetzt. Und die einzig gute Waffe, die man wirklich gebrauchen kann, die Leroux OBR, also Optimized Battle Rifle, in 7,6251mm und damit etwas halbautomatisches. Und damit, glaube ich, die einzige halbautomatische. Ich glaube, das hier ist nochmal die gleiche. Ja, das ist ja auch die OBR. Und schon wieder das Ding. Das Ding war meistens das Einzige, was man so relativ gut gebrauchen konnte. Optik konnte man drauf machen. Entweder eine richtige Sniper-Optik, die allerdings nicht immer so gut war, oder diese Combo-Optik. Hat man hier zwei Combo-Optiken. Einmal das kleinere ACOG, was ein bisschen besser ist. Einmal das größere ACOG. Ich glaube, ich nehme mal das ACOG hier. Diesmal mit J, der letzte Buchstabe beim ACOG, bezeichnet immer das Absehen, obwohl ich das nicht auswendig kann. Am besten hier den kleinstmöglichen Laufwert, obwohl ich diese Lauflänge nicht wirklich groß was tut. So, ab zur Mündung. Da konnte man Schalldämpfer nehmen, der ist absolut schwachsinnig. Weil er die effektive Reichweite reduziert. Hier am besten den kleinen Kolben und nicht den dicken. Also den Magpul CTR Stock. Hier unten ist übrigens was dran, das wird allerdings von der Schrift verdeckt. Das ist das RISR. Und zwar konnte man von einer anderen Firma, ich glaube es war nicht von Magpul selber, in den Magpul CTR Stock hier unten noch was einschrauben. Dadurch hatte man hier unten eine Railschiene und dadurch konnte man hier unten an die Railschiene ein drittes Bein machen. Ein drittes Bein für Scharfschützengewehre ist relativ praktisch. Dadurch kann das Scharfschützengewehr wo komplett abstellen. Also man hat hier dann noch zusätzlich zum Bipod vorne, wenn man es denn hätte, ich habe es gerade nicht, dann hier nochmal so eine extra Stütze, Magazinstil. Ich glaube, ja, hier sind jetzt 20 Schuss drin und das kann man auch nicht ändern. Tarnmuster. Ja, nehmen wir mal so ein schönes, dieses schöne, habe ich das freigeschaltet, dieses schöne frühe Pixel-Tarnmuster. Ja genau, AOR1, das fand ich damals so am besten auf fast allen Waffen. Und wir sind soweit durch die Waffen einmal durch. Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich jetzt einen leeren Server finde. Ich glaube, das mache ich aber in der nächsten Folge, um euch mal die Waffen in-game zu zeigen. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. So, die Aufnahme wurde begonnen und damit sind wir wieder da. Wir versuchen, einen Server zu finden, der so leer ist, dass uns möglich keiner nachjoint. Denn ich glaube, so tot scheint das Spiel gar nicht zu sein. Ich habe am Freitag schon mal geguckt. Allerdings waren da relativ viele Leute da. Ich gehe mal hier in das Sector Control. Ich glaube, ich muss Deathmatch nehmen, damit ich überhaupt was machen kann. Nur wie gerade kriege ich so eine Daha-Waffenmarkt. Jo, wir gehen mal in den Waffenmarkt. Denn diese komischen anderen Modi, die lassen dann erst spawnen, wenn so und so viele Spieler auf dem Server sind. Bei Deathmatch kann man einfach so mal rumlaufen. Daha-Waffenmarkt ist zwar nicht die... Das war der Server, den ich schon mal eben in einer anderen Aufnahme hatte, ne? So, Spiel finden. Serverbrowser. Sarajevo. Sarajevo Station ist dunkel. Nur wie gerade kriege ich so eine... Sector Control, Kampfeinsatz. Ich hoffe, Sarajevo Station war dunkel. Ich hoffe, ich habe mich geirrt und gehe mal ab in das Tal. Ich hoffe, Daumen drücken. Ich möchte nämlich das auf einer hellen Map machen, denn die meisten Maps sind relativ dunkel. Das ist auch eine Map, die hat ein bisschen mehr Reichweite. Die meisten Maps waren einfach brutales CQB und damit waren Scharfschützen auf den meisten Karten... Ach genau, da hatte ich schon mal drüber geredet. Man wird halt mit einem anderen Typen in Fireteam gepackt. Wir fangen mal als Spec Ops an. Ich sagte, wir fangen als Spec Ops an und spawnen, genau. So, warte auf Spieler, Klasse wechseln. Komm. Man hat übrigens immer eine Pistole und eine Langwaffe dabei. SC, Klasse wechseln, warte auf Spieler. Eigentlich, ich glaube, ich habe das doch richtig in Erinnerung. Von da ab... Ach, hier gibt es Freischaltungen. Hier sieht man übrigens, was ich als nächstes freischalte und welcher Typ mit welchem Kram hier verbunden ist. Als nächstes kriege ich dann halt den US Navy Seal Scharfschützen. Der kommt dann mit einer Macmillan TAC 300 Seal, Camouflage schwarz-braun, Lauf, Standardlauf und Konturkammer. Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Schaft, Standardschaft, Visier, US Optik NS8, Magazin, 5-Schuss-Magazin, 300 Winchester Magazin.
Mündung und so weiter weiter. Als nächstes werde ich dann den deutschen KSK-Speer bekommen. Der kommt dann mit einer LaRue OBR 556 KSK-Version, die es nicht gibt. Die KSK benutzt keine amerikanischen AR-15-Versionen, die aus Texas kommen, welche noch nicht mal eigentlich von der richtigen Armee benutzt werden, was eigentlich eine Zivilwaffe ist, die eigentlich halbautomatisch ist. Meine Waffe, mein Soldat, Tabelle, Option. Na großartig. Ich habe nämlich gerade das Problem, dass ich hier aus dem Spiel nicht rauskomme. Denn man kann Spiele erst dann verlassen, wenn man einmal gespawnt ist und dann in das Spawn-Menü geht, aus der Richtung, dass man gerade im Spiel ist. Das heißt, ich klemme hier gerade fest. Das Spiel ist unglaublich unfertig. Ich glaube, das habe ich allerdings schon mal erwähnt. Wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder.